Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dying Light und wir machen Nebenquests. Mr. Crane, hallo Freunde. Jemanden namens Volkan Yassif Dahl? Volkan Dahl? Klar. Dem gehört Volkan Petrol Engineering. Er ist der reichste Mann von Haran. Vollkommen richtig. Und Mr. Dahl benötigt Ihre Dienste. Ich wusste nicht, dass er noch hier ist. Die meisten seiner Angestellten wurden zwar evakuiert, aber seine beiden Chefingenieure sind noch in den Slums. Die Zwillinge Tolga und Fatin. Sie arbeiten an einem Sonderprojekt. Es ist streng geheim, daher kann ich Ihnen nichts Näheres dazu sagen. Aber ich versichere Ihnen, es ist über alle Maßen wichtig. Dann maße ich mir mal nicht an, nachzuhaken. Die Brüder sind brillante Ingenieure, aber leider auch etwas eigen. Deshalb und aufgrund der derzeit herrschenden Bedingungen hinken sie dem Zeitplan hinterher. Mr. Dahl will, dass sie den beiden helfen, das Projekt voranzubringen. Natürlich erwartet sie eine großzügige Belohnung. Mein Job wäre? Tun Sie, was die beiden verlangen. Sie werden sie nur ab und zu benötigen und jeweils auch nur für eine kurze Zeit. Machen Sie sozusagen den Weg frei. Sie werden sich melden, wenn Ihre Hilfe benötigt wird. Ich denke drüber nach. Ah, alles klar. Zum nächsten. Klingt simpel. Einfach. Ich akzeptiere. Ja, danke, ne? Was? Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Finden Sie um. Ja, akzeptieren. Ja, ja, ja. Akzeptieren, akzeptieren, bla 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 bla. Alles nach und nach. Was ist hier hinten los? Mann, Mann, kann ich dir was abgeben? Wir sitzen hier fest. Wir raten in einem Elektriker-Mod. Lol. Warte, Entwürfe. Ah, ein Hammer oder Schraubenschlüssel, also schlechte Waffen. Hey, ich hab deinen Aushang gesehen. Du bist Kurier? Wunderbar. Da, bla 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 bla, halt's Maul. Aber vielleicht musst du ein wenig suchen. Oh. Nochmal mit dem Sprabbeln. Crane, der Mann, mach überspringen. Der den Strom wieder angeknipst hat. Kannst du das? Hier, nimm das. Entschuldigung. Aber Bracken erlaubt's nicht. Okay. Bracken will nachts mehr Sicherheit. Zu viele Kreaturen der Nacht. Mach mal Leertaste. Verstehst du? Also habe ich eine Lichtanlage gebastelt. Jetzt bist du auf einer pechschwarzen Brücke und hast mächtige Probleme. Ja. Danke. Hab ich das jetzt erhalten? Weiß nicht. Das Bicke. Dann würde ich sagen, muss noch eine Quest. Nee, ist noch ein Schwab. Hey, ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Kann der zaubern, der Spike, oder warum ist er schon wieder hier? Keine Ahnung, du. Warte, hier sind noch Nebenquests. Ein Bastardschwert. Alterliche Wurfaxt. Nö. Mutti. Oh. Kommst du hier? Was ist? Du kriegst Wurfwurm. Bla 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 bla. Okay. Okay. Die Späher haben Leute die Schule betreten sehen. Irgendwas geht da vor sich. So, okay, dann gucke ich mal auf Quests. So. Überprüfen Sie die Apotheke. Gut, dann würde ich sagen, wir haben es Nacht. Schön zum Levelfarmen. Also, Nacht irgendwie, Apotheke jetzt, gar keine Laune. Wieso? Keine Lust, oder was? Ja, weil es ist ganz schön heftig in der Apotheke. Ja, was ist? Nein, nein. Wir haben noch zwei Ampullen Pseudoantizin gefunden. Bracken ist stinksauer. Logisch. Und bei hier? Stabil. Aber hätten wir ihn 10 Minuten später gefunden, sähe das anders aus. Das Zeug tötet Crane. Sie müssen diesen Panschern unbedingt Einhalt gebieten. Was kann ich für dich tun? Mach ich. Man sagt, du vertraust. Ja, Yusuf hatte wohl recht. Wie nett. Was? Du willst auf die Fresse, oder was? Ups, das hätte ich gar nicht überspringen dürfen, oder? Kann das sein? Oben ist noch einer, oder? Kann das sein? Naja.
Oh, dann habe ich mal in zwei geteilt. Wir warten auf dich. Lena, hier Crane. Geschafft. Richten Sie Bracken aus, die Puncherbude hat dicht gemacht. Gut gemacht, Crane. Das freut mich sehr. Geht's Ihnen gut? Ja, aber Yusuf hatte Sie schon von mir gewarnt. Das hatte ich befürchtet. Bracken wollte ihn einsperren, aber er war schon abgehauen. Wenn er zurückkommt, knöpfe ich mir den Kerl mal vor. Außer bei hier krallt ihn sich zuerst. Folgen Sie Tolga und Farin. So, wir gucken mal. Quests. Wir machen eine nach der oberen. Finden Sie Schusswaffen für Davut Pistole. Ja, haben wir einstecken, oder? Weiß nicht. Oh, oh. Mein Freund, wir müssen rennen, ne? Warte mal. Habe ich denn Pistole? Was gut. Ich habe einen dabei. Hast du eine, ja? Ja. Du bist auch ganz sicher. Ja. Ja, Mama. Wollen wir die Zwischensequenzen überspringen oder nicht? Meinst du die Labersequenzen? Ja. Ja, ich hab das jetzt eben übersprungen. Das hätte ich eigentlich nicht machen dürfen. Oder wollen wir da schnell durchrushen? Ich würde sagen, wie du möchtest. Lassen wir die. Wir lassen das. Du hast eine? Großartig. Hier, der Schlüssel, wie besprochen. Das ist der Schlüssel zu meinem alten Pfandleihgeschäft. Das Beste der Stadt. Hey, apropos Pfandleihe, kann ich dich noch um einen anderen Gefallen bitten? Du gehst doch eh dorthin, oder? Könntest du mir bitte etwas von dort mitbringen? Was denn? Eine, lach nicht, Actionfigur aus der Remy Call-Serie. Das soll mich jetzt berühren, weil... Okay. Kann man holen, oder? Kann man, muss man aber nicht. Werden wir aber. Sind ja so nett. Mhm. Sind ja unterwegs im... Voll die korrekte Leute sind so. Boss-Modus. Mhm. So. Nee. Warum macht er denn als diese scheiß Taschenlampe aus? Die haben mich gesehen, die Fixer. Fixer. Komm, lauf. Scheiße. So, was hier? Oder wo soll das sein? Unten. Aua, verpiss dich mal. Weg. Aus dem Weg. Nicht so gierig. Ich knabber mich an. Alter, wie viel da hinten ist denn da? Hier die Action-Scheiß-Fucking-Figur. Alter, wie viel Material hier ist. Rostiges Rohr, kann ich alles verkaufen? Alles her damit. Medikit.
geiler Stuff, muss ich sagen, oder? Kann man lassen. Alter, hier ist ja noch mehr Dietrich. Hast du die Actionfigur? Ja, die habe ich. Oh, lass mich die noch kurz durchsuchen hier. Diese Chargis. Gut, dann können wir wieder zurück. An alle, hier ist Bracken. Falls ihr da Wut sehen solltet, bringt ihn sofort zum Turm zurück. Wen? Er ist mit einer Pistole bewaffnet und hat eine Wache angeschossen. Oh. Oh Mist. Wer ist da draußen? Der Typ, dem wir die Actionfigur jetzt bringen sollen, der hat eine Wache angeschossen. Und macht irgendwie gerade voll den Scheiß. Oh. Hätten wir nicht machen sollen, wa? Konnten wir es wissen? Nö. Eigentlich nicht. Wieso macht er auch sowas? Auf schwarze Brett, Mama! Ja, später. Der Turm. Was ist passiert? Ich habe Schüsse gehört. Crane regelt das. Was ist passiert? Wo ist der Wut? Er ist weg. Er hat unseren Sohn entführt. Selma, was ist passiert? Er hat ständig davon gesprochen, abzuhauen. Wir haben immer darüber gestritten, wie gefährlich das ist. Dann hatte er plötzlich eine Waffe, nahm das Geld und entführte Sammy. Meinen Sammy. Weißt du, wohin er will? Er faselte etwas von einem Fluchtweg. Aber ich weiß nicht wo. Mehr wollte er mir nicht sagen. Ja. Was war das denn jetzt? Wie konnte er nur? Wo hatte er die Waffe her? Es tut mir leid, Selma. Es ist meine Schuld. Er sagte, er bräuchte sie, um euch rauszuholen. La la la. La la la. Ich bin Davut egal. Und das schon seit langem. Jetzt hat er alles, was ihm wichtig ist. Ich bring dir deinen Sohn zurück, Selma. Versprochen. Okay. Alles klar. Antworte mir. Antworte, du verdammter Bastard. Kein Grund, laut zu werden, Crane. Und kein Grund, mir zu folgen. Das ist zwecklos. Bitte sag Selma, dass es mir leid tut. Aber ich hatte keine andere Wahl. Alles wird gut. Warte, du Davut? Davut! Wo bist du? Dreck! Dreck! Du Stück Dreck! Du Pimmel! Lutscher! Elender Schwanzlutscher! Schwanziges Lutscher! So, weiter geht's. Weiter geht's! Wir finden die Drecksau, Dreckige. Nein, ich brauche nichts. So, wo ist die Sau? Ich finde ja, die Sau. Ich glaube, der Quest, der ist jetzt eh beendet, weil im Endeffekt findest du ihn ja eh nicht mehr. Jetzt müssen wir zu diesen anderen zwei Jungs. Mhm, Quest. So, dann gehen wir mal die nächste Quest machen. Finden Sie Lavenza-Pflanzen. Ja, da gehen wir nochmal auf Map, würde ich sagen. Welche Pflanze? Was will der? Lavendelpflanze. Was ist das denn? Oh, auf der Map ist hier ganz schön wenig, ne? Toxische Flechte. Hast du eine? Nee, ne? Ja, hier sind noch so viele Nebenmissionen. Mach mal das mit Tolga und Fatin. Tolgon und Fatin.
Warte, weil das sind wir auch in der Nähe. Ich mach mal das nächste. Was ist das nächste? Ach so, ja, komm, gehen wir das ab. Ich gehe von oben nach unten. Haben wir ja, ne? Wahrscheinlich. Ja, haben wir. Hier gibt es immer was zu tun, Mann! Ja, ich guck doch schon irgendwann mal drauf, Junge. Haben wir doch schon, was will er eigentlich? Mhm. So, wo ist der denn? Ja, wo ist der denn? Ich würde sagen, vielleicht hier auf der Krankenstation. Nee. Wo war denn dieser Pisa? Vielleicht Lena mal fragen. Gut, dass sie das Labor dicht gemacht haben. Das hat viele Leben gerettet. Schon bald wird jemand ein neues aufmachen. Die leeren Antizinampullen, die überall rumliegen, laden geradezu zum Missbrauch ein. Jeder kann sie aufsammeln und irgendwas einfüllen. Sie sollten sie besser vernichten. Wir haben alle Fläschchen im Turm eingesammelt. Und Bracken zahlt $10 für jede Flasche, die ihr Kuriere da draußen findet. Mhm. Sag bloß, wir können Antizinflaschen jetzt sogar finden. Wäre machbar, ne? Ja, wo war denn der Pisser nochmal? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Na, gucken. Vielleicht. Glaube ich ja nicht. Nee. Er schläft verkehrt um mein Bett, okay. Alles klar. Und warum hat der einen Autoreifen in seinem Zimmer? Naja, okay. Die Salma. Irgendwo war das Nougat-Schnittchen. Ich weiß noch nicht mehr wo. Hm. Moin Jungs. Oder müssen wir das noch finden? Glaube ich nicht, oder? Hä? Wo ist denn das dreckige Nougat-Schnitzchen? Ist der? Vielleicht kommt der nur am Tag raus. Mm-mm. Warte, lass mal ins Bett gehen. Vielleicht kommt der noch am Tag. Weil es eh noch eine Stunde Nacht. Ich glaube nicht, dass er am Tag kommt. Weil das war ja dieser. War doch dieser Tiger. Keine Ahnung. Ja, lass mal Aufzug wieder rausfahren. Gucken. Lass mal vielleicht so Bindemittel finden oder so. Keine Ahnung. Einfach mal rausgehen in die City. Ich hab doch genug. Aha, hier unten ist der Spasti. Hier gibt es immer was zu tun. Oh. Du Zeit hast, wirf mal. Ach so, das ist. Bandagen. Super. Die Leute lieben Bandagen. Zumindest diejenigen, die sie brauchen. Hm. Anderen sind sie relativ egal. Aber Feuerzeug, der Kerl, der Gas. Gegenüber wohnt, hat sich den Daumen weggeschossen. Also der. Suchen Sie in der Stadt nach Feuerzeuggas. Was? Alter, halt doch mal die Fresse, Junge. Halt doch mal die Fresse, Junge. Du babbelst mir ein bisschen zu viel. Meine Fresse, Junge. Gucken wir mal, wo finden wir das denn? Nirgendwo. Geil. Hm. Hm, hm, hm. Vielleicht irgendwo einfach durchsuchen, die Häuser. Vielleicht auch Mülltonnen und so, weißt du? Hm.
können ja meinen Läden und so gucken. Eine wollte ich gerade angreifen, ich habe ja ein Bein genommen. Das ist weiter nicht. Ja, ja, die wollte ich angreifen und nicht so. Hier oben kann man auch was suchen. Ah, sieh an, Feuerzeuggas. Also in Wohnungen. Cigarettes. Scheißraucher. Ja, sagt der Richtige, ne? Ex-Raucher. Ich geh mal hier gucken. Und da ist der Schädel. Wir haben schon zwei Feuerzeuggas. Ja. Also ich denke, das ist wirklich nur Zufall, wenn du was findest. Oder? Siehst du das auch so? Und da ist der Schädel ab. Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Nix. Auch gut. Was haben wir im Kühlschrank? Kaffee und Snacks. Sonst noch irgendwo was? Eine Apotheke dürfte doch eine Menge drin sein, oder? Knacken wir das mal. Einfach. Easy. Medikits. Ich will mich wieder anfressen hier. Glaub es nicht. Ich glaub, es hackt. Dir brennt wohl der Kittel, meine gute Frau. Weg mit dir. Hier hast du ein Bein weniger. Quest Café kann fortgesetzt werden. Schön. Jan, Feuerzeuggas, fehlt nur noch eins. Hä, wo hast du das denn jetzt gefunden? In so einem Schrank. In so einem Schrank. Okay, Mama. Hab's. Du hast ja auch eins, gell? Ja, wir haben jetzt wahrscheinlich alle, weißt du, dasselbe. Wir haben jetzt fünf zusammen, weil ich hab vier, du hast eins. Kaffeefanatiker sind gefährlich, wie Schattenjäger, die reden können. Und sie kennen nur ein Thema. Gib mir mal die Belohnung. Belohnung. Erstmal zum Show ab. Stimmt, der dürfte jetzt wieder neue Sachen haben. Hey. Mächtiges Kurzschwert. Heftige Machete. So, sag mal, was können wir denn? Gasrohr, weg, 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 weg. Kannst du mal lassen. Immer noch nicht genug Geld. Okay. Ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Ja, ja, ein Schnäppchen. Ich gebe dir auch mal ein Schnäppchen. I go wieder outside. Also Feuerzeuggas kann man auch immer und überall finden, wenn man will. Kreide für die Kleinen. Mhm. Mahlkreide für Kinder. Herzhaft. Mhm.
So wie es aussieht, meinen die das wirklich ernst. Aus dem Weg. Rush doch nicht so, du Pisser. Wenn wir so zwei Helden, als wir so lang fliegen. Wo ist die Kreide? Gib mir die Kreide, 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 Kreide. Ah, ist die Kreide. Vielen Dank. Fühlt sich doch schon viel besser an, oder? Haben wir's? Nee, warte. Ach, komm. Also komm, das kriegst du doch wohl hin. Aha. Fünfmal Kreide? Verarschen? Erstklassige Jägermachete. 440 Schaden. Ich hab heftige, Edelsteine. Ich hab heftige Dings. Machete. Das ist mein neues Schwert. Das macht 614 Schaden. Alter, wie kriegst du so viel Schaden zusammen? Ohne Spaß. Durch die Modifikationen noch dazu. Lol. Aha. Ich will nur reden. Dann probier's mal mit zuhören. Die erste Kugel wird dich verfehlen, die zweite nicht. Lass das, Edward. Du willst doch niemanden verschrecken, der uns vielleicht helfen möchte. Wir wissen doch rein gar nichts über den Kerl. Diskutier nicht. Lass ihn rein. Anscheinend will Errol mit dir reden. Ich werde keinen Ärger machen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Todesangst. Guter Beobachter. Kommen Sie rein. Kommen Sie. Lass mich rein! Geh zur Seite! Errol. Kyle Crane. Das sind meine Nichte Saliha und ihr Sohn Eren. Nehmen Sie es Edward nicht übel, seine Bedenken sind berechtigt. Extrem skrupellose Männer sind hinter uns her. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Naja, es hat die Kampagne auch viel Geld gekostet, die ganze Stadt mit meinem Gesicht zu plakatieren. Natürlich, Sie sind Errol Asani, Gouverneur der Provinz. Gouverneur von gar nichts. Aber Rais ist der Ansicht, dass Politiker eine Bedrohung darstellen und deshalb... Will er mich tot sehen? Einmal hätten sie mich fast erwischt. So verlor ich mein Bein. Und sie haben nicht aufgegeben. Seine Schläger sind mir zur letzten Zuflucht in den Plattenbauten gefolgt. Edward war gerade dort. Er sagt, sie suchen die Umgebung ab. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie hier auftauchen. Klingt, als hätten sie ein Problem. Ich zahle gut, falls sie es beseitigen. Irgendwie höre ich das ziemlich oft. Glauben Sie mir, was ich Ihnen anbiete, finden Sie sonst nirgends, zu keinem Preis. Ich denke drüber nach. Koks und Lippen? Ja, nehmen wir doch mit freundlichem an. Ja, warte, hier gibt's irgendwo die Kreide für die Kinder. Für die Kiddies? Gucken wir doch mal. Glaube ich nicht. Hier ist eine Notiz. Doch, doch. Abwarten. Hier ist doch Kreide, guck doch auf dem Tisch. Ja, hier unten liegt auch welche auf dem Boden. Malkreide. Hast du? Ich hab zweimal Kreide. Ja, wir haben jetzt. Okay, wir haben jetzt Dings. Dürften eigentlich alle haben. Ah, wir haben sie alle, ja. Wir klauen einfach mal den bei anderen Kindern die andere. Hier liegt was. Eine Nachricht liegt hier drinne. Gut. Die anderen Kinder, die damit spielen wollen, klauen wir da einfach mal so. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Prost, Mahlzeit! Danke. Hier ist ein Überlebender. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Danke. Ja, komm, gib mir was. Hast du schon? Ja, nice, danke. Das ist geil, Alter. Neue Quarantänezone. Na. Nice. Ihr habt noch eine Stunde.
Ich hab noch eine Stunde, Mama. Was, schon wieder Nacht, Alter? Ist denn los mit dir? So, was sollen wir jetzt hier machen? Irgendjemanden töten. Aha. Natürlich, bei den Nebenquests erleben wir natürlich alle noch. Nice. Ah! Da ist er. Was denn? Ach, hier. Ja gut, begeben sich zu Etage 5, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Lol. Mein Schwunghaken war eben fail. Na, aber jetzt. Okay, der war gerade ein bisschen fail, aber okay. So weit weg isn't it. Ich spring mal lieber hier auf die Müllsäcke. Das wäre eine ganz gute Idee. Hier ist ein Päckchen. Nehmen wir natürlich auch mit, oder? Können wir mitnehmen, ja klar. Ah, das ist kein GI-Paket, aber... Nimm es mit. Warte mal. Erstmal müssen wir hier was ausschalten. Ach, das sind unsere zwei Freunde, die wir ja nicht gemacht haben konnten. Nice, wie schnell geht der denn da um? Schwer. LOL, 3 Schläge und er ist down. Ja, nice. Oh. Gut. Okay, Kiste ist offen. Hier spricht der Turm. Beeilt euch, wenn ihr noch kein Versteck gefunden habt. Wir sehen uns dann am Morgen. Bastardschwert. Nehme ich gern mit. Du mit deinem Bastardschwert, ne? Du hast es irgendwie damit. Kann ja, das ist halt noch eins. So, irgendwo eine Stelle, wo man noch unter Mauer suchen kann. Hier ist noch eine Kiste. Mittel. Guck mal, da drüben ist ein Big Daddy auf dem Dach. Warte. Ich mache erstmal die Kiste auf. Ah, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was hast du gefunden? Ja, durch den Keller müssen wir reingehen, ne? Hier ist der Keller. Wie bist du jetzt da reingegangen? Ne, ich muss auf dich warten. Ja, warte. Ich mache hier die Kiste noch auf. The Kistle! Ein Baseball. Aber bevor wir das machen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns dann. Also bis dann. Tschüss.